Hallo, Mädchen. Du lässt mit dich reden. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ich bin Polizist. Man hat gerade auf ihrem Arm das Symbol, das Glockensymbol entdeckt. Es ist also doch der Glockenmörder, so. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ich muss herausfinden, was Sophia mir mitteilen versucht. Fokussieren. Was macht diese Geräusche? Seil? Nein, Riss? Ja, vielleicht. Ich glaube aber, es wäre ein Ast. Brachialer. Doch ein Riss? Kann ich das nochmal versuchen? Tiefe Kratzer. Oh Gott. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Sophia ist tot. Bevor ich jetzt da, ne? Ich glaube, ich muss noch mal eins. Darum habe ich ja, okay. Der Mörder hat eine merkwürdige Stuhlvorrichtung genutzt, um Sophia zu ertränken. Und das hier haben wir noch nicht. Der Glockenmörder hat Sophia getötet. Weiß nichts von einem Vertrag! Bitte, hör auf! Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Ja, halt doch ihre Hand. Sie will es dir doch zeigen. Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Alter, jetzt nimm doch die Hand. Sie will verzweifelt... Alter. Mein Gott, zu jung. Sophia hat energisch geleugnet, dass sie etwas über einen geheimnisvollen Vertrag zu wissen. Ah, etwas über, okay. Hat der Mörder sie danach gefragt? Was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Hör auf damit! Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Okay. Der Glockenmörder hat sein Symbol auf Sophias Arm gezeichnet. Das haben wir schon mal in der Cutscene vorhin gesehen. Geh zurück. Oh oh. Leute, wir müssen zurückgehen. Uns fehlen aber noch 3 Kränze. Ich hoffe, die sind alle hier hinten. Weil... ich habe nicht mehr. Ja, ich kann doch Lücken teleportieren, das ist schön und gut, aber mir fehlen noch wichtige Teile. Ich kann noch nicht zurück. Ich meine, hier ist 1, das ist sehr gut. Da fehlen uns sogar noch 3 Stück.
Oh, oh, ich glaube, wir haben garantiert irgendwo was verpasst. Dort hinten sehe ich noch eins, okay. Es wäre schön, wenn jetzt hier alle drei kommen werden, dann weiß ich zumindest, dass ich keins verpasst habe, aber... Ich ahne schon... Ah, oh, das ist keins, das ist nur... Oh nein. Diese Sargnägel, was? Diese Sargnägel bringen Ronan noch in ein frühes Grab. Was? Sargnägel? Ist das ein anderes Wort für Zigaretten? Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontierte ich ihn damit. Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammten Dinge auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensibelste Antwort. Aber Ronan ist Ronan und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt. Ich kann hier hoch, oder? Ich kann nicht hier hoch? Das ist keine Plattform? Okay, dann halt nicht. Oh, mir fehlen trotzdem noch drei, Alter. Wo soll ich die nur finden? Weil wir kommen jetzt hier über den Fluss zurück. Und dort vorne ist schon die Brücke. Mist, wir haben tatsächlich ein paar übersehen. Wir haben zwei Stück vom Haarkranz übersehen. Das ist natürlich, nicht so gut. Ronan, ich habe Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Oh oh.
Leute. Wurde ich jetzt gerade rausge... Oh Gott, ich kann noch rein. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade... Oh. Finde mögliche Glockenmörder über Lenin in der Anstalt. Das ist natürlich schön. Wir müssen jetzt zur nächsten Anstalt. Aber da wir noch nicht alles hier abgeschlossen haben, anscheinend, muss ich noch mal kurz hier durch. Denn uns fehlen zwei wichtige Geschichtsinfos und immerhin die will ich komplett haben, weil das finde ich geile Nebenaufgaben. Ich kann zum Glück noch mal rein. Und ich kann mich ja jetzt teleportieren, wie ich will. Wahrscheinlich ist es irgendwo am Anfang. Weil alles andere kann es ja fast nicht sein. Hier ist nichts. Ich gehe jetzt einfach... Ich renne jetzt einfach mal kurz durch und... Speicherpunkt, okay. Einfach mal, um zu schauen, ob ich hier irgendwo was finde. Höchstwahrscheinlich irgendwo auf einem Gebäude oder so. Aber hier... Ich glaube, ich werde das auch... Ich glaube, ich mache hier einen Cut. Und werde einfach jetzt ein bisschen suchen, weil ich werde jetzt ja... Ich kann jetzt natürlich hier groß rumlaufen und kommentieren und... Aber es passiert nichts. Es ist einfach nur... Man hat hier alles schon gesehen. Deswegen kann ich auch einfach... Ich füge es dann... Alter, Fresse. Ich schneide es wieder rein ins Video, wenn ich dann irgendwas entdecke oder so, aber das ganze Gesuche hier muss ich jetzt nicht drin lassen. Das heißt, ja, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich bin wieder da. Ja, ich hab, bin jetzt gerade, ich glaube, seit 6 Minuten unterwegs. Ich schreibe mir kurze Zeit auf, damit ich weiß, wann ich das wieder schneiden muss. Ja, eigentlich habe rausgefunden, dass ich von dort oben, wo die zwei reden, die eine, die ihn will und er will sie nicht oder einfach nur als Freundin, keine Ahnung, wie da die Beziehung ist, konnte ich hier rüber teleportieren. Das konnte ich sonst nirgends, glaube ich. Oder mich, doch, ich hätte einfach hier rein können und dann hier durch. Ich habe es einfach nur komplett verhangen. Und hier war ich noch komplett gar nicht. Das heißt, dort hinten sehe ich was. Hier ist Ich bin irgendwas? Mir sicher, dass hier in der Gegend Geister von Hexen unterwegs sind. Keine Sorge, Kleiner. Ich beschütze dich. Hey, klingt gut. Das wird eine super Nacht. Keine Spielchen. Was für ein tolles Mädchen. Tunes sind gar nicht so kompliziert. Ja, den hier mag ich. Oh, schön. Mal eine komplett normale... Beziehung will ich es nicht nennen. Normales Treffen auf dem Friedhof vor toten Menschen. Ja, ist normal. Da haben wir ein Stück. Nice, uns fehlt noch genau eines. Und wir haben hier nichts weiter, außer jetzt noch hier die 3 Stück. Es muss hier drin sein. Es muss einfach. Es gibt nichts weiter. Ja. Leute. Wir haben's. Geschichtszeit. Ich war schon immer Kleptomanin. Es ist nicht so, dass ich faul war oder so. Mir war bloß langweilig. Gestohlenes war schon immer interessanter. Ich konnte es ansehen und den aufregenden Moment des Diebstahls erneut erleben. Manchmal machte ich mir Sorgen, dass man mich schnappt. Manchmal war ich im Adrenalinrausch. Aber erst seit dem letzten Diebstahl weiß ich, was wahre Angst ist. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern, obwohl ich seit Jahren versuche, es zu vergessen. Meine Freunde und ich schlichen uns für ein paar Bier auf den Friedhof, wie an einem langweiligen Abend in der Woche üblich. Wir gingen zu unserer gewohnten Stelle, einem alten, heruntergekommenen Mausoleum.
Aber diesmal war es verschlossen. Anscheinend interessierte sich endlich jemand für den toten Typen und wollte uns dort nicht feiern sehen. Also teilten wir uns auf und suchten nach etwas Neuem. Nach ein paar Minuten des Erkundens fand ich ein anderes Mausoleum, das zugänglich erschien. Eine Wand hatte begonnen zu bröckeln und ich quetschte mich durch. Das Innere sah aus wie die anderen auch, mit einem Unterschied. Auf dem zentralen Grab lag ein staubiger Rahmen mit einem Kranz aus aufwendig geflochtenem Seil. Natürlich musste ich so etwas Altes und Wertvolles mitnehmen. Ich dachte, es wäre das Beste, eine Woche mit dem Verkauf zu warten, falls jemand ihn als gestohlen meldet. Also versteckte ich ihn auf dem obersten Regal und ging schlafen. In dieser Nacht hatte ich furchtbare Albträume von einer Hexe mit faulendem Fleisch und totem Gesicht. Ich wachte mehrmals auf, verängstigt. Egal wie oft ich versuchte, wieder zu schlafen, sie fand immer ihren Weg zurück in meine Träume. Über die nächsten Tage wurden die Albträume schlimmer. Ich wachte auf, nur um festzustellen, dass mir die Haare büschelweise ausfielen und meine Kopfhaut blutete. Ich schrieb das dem Stress und den Schuldgefühlen zu, etwas vom Friedhof gestohlen zu haben. Am nächsten Tag ging ich zu einem Leihhaus, um den Kranz zu verkaufen und mit der Sache abzuschließen. Ich fühlte einen Schauer, als der Pfandleiher mir sagte, dass der Kranz nicht aus Seil gemacht war. Tatsächlich bestand er aus den Haaren eines geliebten Verstorbenen, wie im späten 19. Jahrhundert üblich. Ich wollte, dass die Albträume aufhören, also verkaufte ich ihn. Mir entwich ein Seufzer der Erleichterung, als ich das Geschäft verließ, im Wissen, dass ich endlich Frieden finden würde. So kam es aber nicht. Ich hatte immer noch Albträume, in dieser Nacht und in jeder anderen auch. Ich ging zum Leihhaus zurück, aber der Haarkranz war fort. Genau wie der Pfandleiher, dem ich den Kranz verkauft hatte. Und der Typ hinter der Theke meinte, er hätte nie von jemandem gehört, auf den die Beschreibung passt. Ich wanke durch Salem, als verängstigte und leere Hülle meines früheren Selbst. Ich suche diese Stadt nach dem Kranz ab. Ich würde für ihn töten, alles tun, damit diese Albträume endlich aufhören. Alter, krass. Okay, wir haben es geschafft. Ewige Flamme. Ach stimmt, das haben wir immer noch nicht. Da fehlen uns noch ein bisschen. Wir können jetzt teleportieren. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch die Stadt zu Ende erkunden. Alter, krass. Noch das letzte hier. Einfach nur mit nichts drin sein. Aber so, haben wir auch. Okay, Leute, wir haben es. Ich habe so das Gefühl gehabt, als die Geschichte, dass vielleicht... Ich meine, die Stadt hat eine riesen Vergangenheit. Die Pest und all die Krankheiten, vielleicht war noch was an den Haaren dran und beim Kontakt hat sie sich damit angesteckt und deswegen fielen ihr die Haare aus und alles. Deswegen war auch auf einmal auch der Verkäufer nicht mehr da. Aber das ist nur so eine Theorie, die ich vom Hören habe. Ich habe keine Ahnung, ob da... bin ich gerade... Ach, das ist eine Treppe, ich dachte gerade. Ich dachte schon, ich bin jetzt einfach hier schön locker runtergeslidet. Okay, wir haben es geschafft. Wir können uns nach draußen begeben und dort noch die letzten zwei anderen Geschichtsstücke finden. Ich muss jetzt nur noch den Weg zurückfinden. Das wird nämlich noch eine Herausforderung. Ich bin hier nämlich auf der falschen Seite. Das heißt, einmal rüber, einmal runter, einmal raus. Sehr gut. Hier kann ich ja sowieso einfach runterplumpsen. Ich glaube, ich bin auch schon fast am Ziel, oder? Hier sind die zwei Grabschänder. Hier ist der wahre Beginn vom Friedhof. Das heißt, da vorne müsste schon die Brücke sein, oder? Ja. Nice, okay. So, wir gehen jetzt zur Stadt. Checken dort noch aus, was geht. Kann ich hier... Bin ich schneller mit teleportieren? Das wäre eigentlich interessant.
Wahrscheinlich nicht. So, wir verschwinden. Okay. Puh, hat jetzt, ich muss mal kurz die ganzen... Boah, ich muss ein paar Mal schneiden bei den Parts. Das wird ein bisschen Arbeit, aber das geht schon in Ordnung. Jetzt muss ich aber... Ich schreibe hier alles auf so eine... Einfach eine neue Serviette. Weil ich gerade kein Papier beiseite habe. Das sieht alles aus. Ich muss das nachher noch lesen können. So. Ich bin safe. Dort hinten muss ich hin. Ich gehe auch mal in diese Richtung. Denn ich kann ja jetzt auch einfach so hier hochporten manchmal. Hier geht sowieso direkt. Ich weiß, wo wir sind. Hier ist direkt das Teil. Hier müssen wir noch, das hier können wir noch entfernen. Teleport. Das letzte Stück fehlt uns jetzt. Das Problem ist, dass dieses Stück wahrscheinlich sauschwer zu finden ist. Denn ich weiß, genau dieses Stück weiß ich, dass es noch hier war. Aber der Rest, der könnte überall sein. Jetzt kann ich hier rein? Kann ich. Ich kann. Aber das, ich glaube, ich sollte nicht können. Oder? Kann ich hier hoch? Ja, ich glaube, das war einfach nur... hallo? Jetzt. Okay, dort geht's richtig weiter. Ich bin mir aber sicher, ich kann die Geschichte in der Stadt abschließen, da ich jetzt diesen Teleport beherrsche. Das heißt, ich gehe auch noch direkt hier... Hier muss ich nicht hin. Noch einmal kurz durch die Stadt und schaue nach Rissen in der Wand und Öffnungen, die ich mit dem Teleport erreichen kann. Aber zu Fuß nicht. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwas hier gab, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Doch, natürlich. Die Tankstelle, da hinten der Zug. Da konnte ich doch nicht durch, denn... Aber war das da? Ich glaube, das war nur ein Brief. Warte, was? So konnte ich dich nochmal enthüllen. Ich habe doch die Geschichte abgeschlossen. Seltsam. Hier sind wieder die zwei Zeichen auf dem Boden. Heißt das, ich kann hier wieder eine Wand aufleuchten lassen oder so? Egal. So, denn ich kann jetzt hier rein. Ist das hier, das ist nur eine Notiz, ne? Ja, ist es. Aber besser als nichts. Es ist komisch, dass mit einem Mann zusammen zu sein, der seine Lebensgeschichte auf der Haut trägt. Ich strich mit meinem Finger über ein von Feuer umgebenes Dollarzeichen. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Er sagte, er bekam es von seinem eigenen Vater, nachdem er das erste Mal Geld gestohlen hatte. Ein Andenken an den Diebstahl. Als sei sein Vater stolz auf ihn. Dass es so einfach ein Verbrechen zugibt, war ein kleiner Schock. Das muss ich zugeben. Aber immerhin ist er mit sich seiner selbst bewusst. So. Hier vielleicht noch irgendwie und so. Sieht nicht so danach aus. Hier kann ich nicht durch, oder? Das ist eine solide Wand, ja. Ah, Mist. Ich habe gehofft, dass es hier drin jetzt noch irgendwas gäbe. Aber so einfach wird es wohl nicht sein. Ich schau mal nach. Es gab doch bestimmt noch einen weiteren Zugang. Das ist das Museum. Da komme ich. War ich nicht schon dort? Ich gehe jetzt mal stumpf hier rein. Okay, war ich nicht. Da geht's nicht lang. Okay, ich weiß, ich wollte es nur testen. Kann ich da hoch teleportieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann nur auf Mauern oder auf weiße Oberflächen mich irgendwo hinsetzen. Also den Teleport setzen. Zum Beispiel hier oben vielleicht. Das sieht für mich doch schon nach einer möglichen Plattform aus. Oder irre ich mich jetzt da wieder?
Das wäre ein sehr guter Versteck für einen Port, aber ich komme da nicht hoch. Keine Chance. Schade. Vielleicht hier drüben. Die Wand ist locker. Und hier geht's weiter. Warte, ist das da? Nee, das ist einfach noch. Okay. Aber auch wieder nur ein Brief. Ronan und ich sprachen über diese verschlafene kleine Stadt und ob wir hier bleiben wollen. Ich dachte irgendwie, er würde sagen, wir sollten irgendwann nach Boston ziehen oder sogar New York. Aber er ist ja glücklich. Es hat etwas, jede Ecke und jeder Stein eines Ortes zu kennen. Ich war erleichtert. Ich denke, wir werden in Salem sein, bis wir sterben. Das hat sich erfüllt. Zumindest, ich muss doch da hoch können. Das ist doch so ein auffällig, die Plattform hier ist doch so auffällig, aber ich komme da nicht hoch. Okay. Aber ich habe es probiert. So, ich habe jetzt schon wieder lauter Zeug entdeckt, das ist keine Wand, die ich irgendwie, mit der ich was machen kann. So, ich habe schon lauter Zeug entdeckt, aber irgendwas fehlt halt immer noch. Das heißt, irgendwo muss ich noch den Teleport benutzen können oder eine Wand oder was auch immer. Meine Stadt ist schon riesig, aber es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten, weil ich ja wirklich schon komplett alles erkundet habe. War ich hierhin schon? Ach so. Da geht's nicht lang. Okay. Abgezaunt. Da komme ich nicht durch. Mist, jetzt fällt mir ernsthaft das letzte Stück. Komme ich hier hoch? Nee. Dort wird es auch nicht sein, das war ich schon. Vielleicht hier drin. Ich kann doch bestimmt hier hoch, oder nicht? Warte. Ich erinnere mich noch an etwas Wichtiges. Und zwar direkt vor unserem Mordschauplatz, nenne ich es jetzt mal, war ja noch ein Zugang, zu dem wir, wo wir noch nicht rein konnten. Die Frage ist nur, wo in dieser verdammten Stadt ist denn unser Mordplatz? Haben wir eigentlich eine Map? Das ist der falsche Knopf. Hier haben wir auch nicht. Wir haben keine Map. Das heißt, ich renne jetzt einfach mal in die Richtung, in der ich denke, dass es sein könnte. Ich glaube, ich kann mich ein bisschen orientieren, wenn ich wieder einen Ort finde, der ein bisschen prägender ist. Anstatt hier einfach irgendwo im Nirgendwo. Wo war nochmal die Polizeistation? Die war doch direkt hier. Stimmt, hier war der Unfall von dem Typen. Da bin ich aber von hier gekommen. Also ich glaube es zumindest. Ich bin von hier entlang gegangen, aber wo war denn hier dann? Da war ich doch gerade. Okay, das stimmt schon mal. Hier bin ich richtig. So weit, so gut. War das nicht hier irgendwo? Ich sehe hier die Tür. Eine weitere Tür. Was? Sammeln? Todesursache war ein Verbrennungsschock. Kerosin aus einer Öllampe bedeckt die Vorderseite ihrer Kleidung, Hände und Gesicht. Wahrscheinlich verschüttet, dann von einer Flamme in der Nähe entzündet.
Aha. Ah, Gott, wir haben's. Leute, wir haben's. Ich muss nicht mal einen Teleport hier können. Es ist einfach nur zugänglich. Ich war halt einfach nur blind, wie eh und je. Ich hätte hier jederzeit hin können. Hallo, Katze. Soll ich die... Ich werde nachher noch kurz von der Katze... Dieses lauter Zeug. Leute, ich mache mich an Katze, sehe ich gerade. Ich weiß nicht... Boah, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part wirklich war, weil ich halt ein paar Mal schneiden muss. Aber wird schon gehen. Im nächsten Part, ihr wisst, was ich... Ach nee, das ist kein... Nee, das ist... Da liegt wer. Fuck. Da ist auch irgendwas. Aber das ist nicht das, was ich suche. Ich habe hier was anderes entdeckt, nicht die Geschichte. Ach, Mist. Naja, egal. Ich bin ein Stück weiter. Wir werden im nächsten Part nachschauen, was hier vor sich ging. Auf jeden Fall ein Mord, weil das sind hier die Polizeiabdeckungsdinger. Aber ja, bis zum nächsten Mal.